Also im Bereich Herz-Kreislauf, der Schwerpunkt des Seminarwochenendes, haben wir eigentlich eine sehr gute Datenlage, dass einige Mikronährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Q10, Magnesium präventiv, aber auch therapeutisch wirken, sodass man die Medikation und die Therapie von Patienten, die davon betroffen sind, optimieren könnte. Und eigentlich ist das Ganze überfällig und wird leider nicht ausreichend genug erkannt, deren Bedeutung in der Schulmedizin, zum Leidwesen vieler Patienten. Ich denke, da ist so eine große Ignoranz von Seiten des Establishments. Die möchten nicht, dass wir mit einfachen Maßnahmen, die bezahlbar sind, Menschen helfen. Denn das wäre ja möglich eigentlich mit nicht patentierbaren Substanzen. Und der Punkt ist eben, wenn Sie eine Substanz haben, die nicht patentierbar ist, dann ist sie eigentlich nichts wert. Und wir werden getrieben letztendlich von der Pharmaindustrie und der entsprechenden Medikation, die patentierbar ist. Ich denke leider, im Endeffekt zeigt das die Erfahrung von 30 Jahren, da hat sich in den letzten 30 Jahren nichts geändert und wird sich weiterhin auch nichts ändern. Aber entsteigen ja die Studien, die für jedermann zugänglich sind. Und aus dem Grunde denke ich, da wird man irgendwann den Mikronährstoffen oder generell den Nährstoffgruppen einen Riegel vorschieben. Also beispielsweise gibt es aktuelle Studien zu Omega-3-Fettsäuren, die sind unglaublich eigentlich, die erreicht kein anderer Nährstoff und die können wir nur flach halten, wenn man will, indem wir die Menge begrenzen, die in einem Präparat drin sein darf. Wir haben ja heute geredet über Produkte oder Öle beispielsweise mit Algenöl, Fischöl beispielsweise, die eine Menge liefern an EPA, DHA von 2 bis 4 Gramm. Und die Studien, die alle gezeigt haben, Omega-3-Fettsäuren bringen nichts, waren meistens Studien im Bereich von 100 bis 800 Milligramm. Und das heißt eigentlich, wenn ich eine Substanz unterdosiere und auch keinen Laborparameter habe, den ich als Anhaltspunkt heranziehe, wie in dem Fall der HS-Omega-3-Index, dann kommt dabei auch nichts raus. Und genauso ist es beim Selen, genauso ist das beim Q10 und genauso auch beim Magnesium. Ich denke, in der Kardiologie ist unschlagbar derzeit die Datenlage zu Omega-3-Fettsäuren, und zwar zur Supplementierung. Da haben wir Meta-Analysen mit 120.000 Probanden oder mehr, die gezeigt haben, Omega-3-Fettsäuren senken pro 1000 Milligramm kardiovaskuläre Ereignisse um 17%. Das heißt also, wenn Sie nicht über 1000 Milligramm gehen, haben Sie auch keinen Effekt. Und das sagt offiziell die American Heart Association. Und genauso haben Sie Daten von der American Heart Association zu Q10 und zahlreiche Arbeiten auch zu Magnesium. All das wird ignoriert. Wir haben einen Kongress gehabt im Jahre 2008 in Bochum im Kongresszentrum über Bluthochdruck und hatten dabei ein Magnesium-Symposium. Und der bedeutendste Forscher Deutschlands von der Uni Hohenheim, Herr Klaassen, hatte nur aufgehängt eine DIN A4-Seite und drauf geschrieben, im Endeffekt, es täte ihm leid, dass die Magnesiumforschung und die Daten so stark ignoriert werden, dass hier gar nichts in dem Bereich passiert, was man den Patienten empfiehlt. Das müsste längst Bestandteil sein der Leitlinien. Und das betrifft viele Nährstoffe und ich denke, am krassesten ist das Beispiel Omega-3 und vor allen Dingen auch Magnesium. Und auch die Daten zu Selen seitens der Charité in Berlin werden komplett ignoriert in Bezug auf Selen. Selen ist ein wichtiger Baustein generell, auch bereits, wenn man überlegt, schwanger zu werden. Weil Selen ist das einzige Spurenelement, was eingebaut ist in unserer DNA. Alle anderen Elemente, Mineralstoffe, bestimmen nur indirekt die Proteinfaltung. Selen ist direkt eingebaut in die DNA über einen Stopcodon. Und Selen treibt eben viele selenabhängige Enzyme an. Und die arbeiten erst im normalen Bereich, vor allen Dingen in Bezug auf die vaskuläre Funktion, bei etwa 120 bis 150 Mikrogramm pro Liter im Serum. Und Deutschland, aber auch Österreich, bewegen sich im Durchschnitt bei einem Selenblutspiegel ungefähr von 70. Das heißt, wir haben eine riesige Lücke
Da weist Wals hin darauf, die ETH Zürich 2017 über die Bedeutung des weltweiten Sinnmangels, den wir nicht ausreichend kompensieren. Und ich frage mich, was wir da machen. Es wurde jahrelang behauptet, auch bei Covid-19, wir haben keine Daten zu Vitamin D. Mittlerweile haben wir über 8 Meta-Analysen vorliegen, die zeigen ganz klar, da besteht ganz klar eine Kausalität zwischen dem Vitamin-D-Mangel und der Anfälligkeit für die Infektion mit SARS-CoV-2. Aber darüber wird der Verbraucher nicht informiert. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass ganz gezielt das verhindert wird. Und dass wir fehlgeleitet werden in Sendungen beispielsweise wie Corks & Co., wenn es mal wieder geht um Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel. Die Datenlage ist hervorragend, wird aber komplett ignoriert und sind erstaunt beispielsweise, wenn sie schauen, was ist drin in den Produkten für ihr Haustier. Da haben sie komischerweise all diese Substanzen drin. Warum sollen die nicht wirken beim Menschen? Vor allen Dingen, wenn sie mal schauen, was im Reitsport umgesetzt wird mit solchen Substanzen, das sind enorme Mengen. Und das machen Reiter nicht umsonst, weil die merken, dass ihre Tiere besser leistungsfähig sind. Und das können wir auch sein, vor allen Dingen unsere älteren Menschen, die oft schlecht ernährt werden in Altenheimen. Darüber werden aber die meisten Verbraucher nicht ausreichend informiert. Ich würde sagen, die erste Intention ist der Punkt eigentlich in Bezug auf die Sterblichkeit, ist eben der Bereich Herz-Kreislauf der wichtigste Aspekt, noch weit vor Krebs. Und die Bedeutung, dass wir da eben vieles in der eigenen Hand haben, ist vielen Verbrauchern nicht ausreichend bekannt. Und die gehen dann eben zum Arzt und meinen, wenn sie ein Medikament schlucken, wie ein ACE-Hemmer und so weiter, wird alles gut. Und genau das ist nicht der Fall. Und wir könnten eigentlich vieles machen in Bezug auf präventive Maßnahmen oder auch Sekundärprävention im Bereich Herz-Kreislauf. Also beispielsweise die Dinge, die wir heute hier vorgestellt haben, mal kontrollieren, wie bin ich denn versorgt oder familiär versorgt mit Omega-3-Fettsäuren, indem ich den HS-Omega-3-Index messe. Das kann ich ja machen beispielsweise bei meinem Kind, bei meiner Partnerin, bei meinen Eltern. Den Vitamin-D-Spiegel könnte man messen, das 25 UHD. Beispielsweise auch den Homocysteinwert. Man hätte ungefähr wahrscheinlich Kosten von etwa 150 Euro. Dafür aber Parameter, die langfristig Einfluss haben auf die Gesundheit des vaskulären Systems. Ja, ich bin dafür, dass man misst. Man kann zwar auch viel Mist messen, aber in Bezug auf Omega-3-Fettsäuren, Selen, beispielsweise Vitamin D, haben wir da eine eindeutige Datenlage. Ich wünsche mir eigentlich in der Entwicklung seit Jahrzehnten quasi, dass Ärzte das Thema vermittelt bekommen, deren Bedeutung der Ernährungsmedizin im Studium und dass nicht immer Vorbehalte bestehen letztendlich, sobald ein Wort fällt wie Vitamin. Dass man das Thema viel ernster nimmt und das integriert in die Ausbildung der Ärzte an der Hochschule. Und das kann eben nicht sein, dass wir uns nur Fortbildungen per Online-Videos beispielsweise, Schmalspur-Wissen vermittelt. Das wäre besser integriert und appliziert an der Hochschule. Und Sie haben einige Universitäten in dem Bereich in den USA, wo das Bestandteil ist im Endeffekt der Ausbildung. Man fragt sich, warum ist das in den USA der Fall und nicht in Deutschland? Wenn man sich viele Bereiche anschaut in Deutschland, brauchen wir sehr viel Zeit erstmal, bis Dinge umgesetzt werden. Viel zu lange in vielen Bereichen. Und es gibt Strukturen in Deutschland, die berühmte Bürokratie, die hat sich eigentlich nicht verändert in den letzten 100 Jahren. Und das ist schlimm eigentlich. Und vor allen Dingen die jetzige Regierung, da bin ich erstaunt, dass wir da einen Bundeskanzler haben, der unter permanenter Amnesie leidet. Wie wollen Sie so ein Land regieren? Was bekommen die Kinder und Heranwachsenden für einen Eindruck? Aber das ist meine persönliche Meinung. Die Meinung muss nicht jeder teilen. Aber sicherlich könnten die Omega-3-Fettsäuren, aber auch Vitamin D, einen großen Impact haben auf die Volksgesundheit. Und insofern müssten wir mehr Volksaufklärung leisten, um da eben vor allen Dingen die Kompetenz der Bürger zu stärken, was den Bereich angeht.